Hola Leute, willkommen zu einer neuen Trailer-Reaktion hier auf meinem Kanal. Leute, wir müssen ein bisschen leise sein, okay? Meine Eltern haben Besuch da, meine Tante ist da und die ist irgendwo unten, die quatschen gerade, die chillen zusammen ab. Ich bin geflüchtet in mein Zimmer, hab gesehen, der Loki-Trailer ist rausgekommen und jetzt machen wir einfach die Reaction still und leise und hoffe, es wird nicht awkward, oh mein Gott. Okay Leute, wir gehen einfach direkt rein, wir labern nicht viel rum. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Like da, Black Widow-Trailer-Reaction ist schon online. Und jetzt Loki. Ich bin super gespannt. Also von allen Serien, die Marvel angekündigt hat, Loki auf jeden Fall der größte Hype. WandaVision fand ich cool. Falcon Winter Soldier habe ich noch keine Meinung zu. Ich habe bisher nur 2 Folgen gesehen. Loki, also Hiddleston, Tom Hiddleston und Owen Wilson und so. Das ist für mich schon genug, dass das hier nice wird. Also ey, let's go. Wir wissen noch gar nicht genau, um was es geht, ne? Der erste Trailer war super verrückt. Deswegen habe ich mal auf Deutsch gemacht, damit man es checkt auch, ne? Die Zeithüter haben hier einen netten Zirkus. Und wie ich sehe, spielen die Clowns ihre Rolle absolut perfekt. Sie und ihre Metaphern. Ich liebe das. Sie klingen dadurch so clever. Ich bin clever. Das weiß ich. Okay. Okay. Ha, cool. Unterschreiben Sie, dass das alles ist, was Sie je gesagt haben. Das ist absurd. Das hier auch. Das ist ja genius. Hä, das ist ja... Ey, ich spüre gerade ganz cool. Wir bewahren den korrekten Fluss der Zeit. Sie haben mit dem Tesseract die Realität zerbrochen. Sie müssen uns helfen, sie wieder zu kitten. Mhm. Warum ich? Ich brauche Ihre einzigartige Loki-Perspektive. Bekomme ich eine Waffe? Nein. Aber das ist hier gerade Marvel-Trailer. Das ist super gut. Also das ist hier ganz anders. Nicht, dass Marvel schlecht ist, aber es ist ganz Sie anders. Sie glauben an diese Loki-Variante? Glücklicherweise tut er das schon genug für uns beide. Was das? Es ist bezaubernd, dass Sie glauben, Sie könnten mich manipulieren. Ich bin Ihnen 10 Schritte voraus. Vertrauen ist nicht Ihr Ding, oder? Na, Prison Loki, sehr schön. Mir können Sie vertrauen. Loki, ich habe fast jeden Moment Ihres Lebens analysiert. Sie sind anderen buchstäblich an die 50 Mal in den Rücken gefallen. Also dann tue ich's nie wieder. Ja, klar. Ey, wow, what the hell? Das ist derbe gut. Das ist wirklich gut. Hier ist der, ich habe mal die Sekunde rausgesucht, wo wirklich der Satz fällt, der letztendlich die Handlung der Serie zusammenfasst. Das ist genau Sie die Szene. Sie haben mit dem Tesseract die Realität zerbrochen. Sie müssen uns helfen, sie wieder zu kitten. So. Warum ich? Ich brauche. Dann wird Loki losgeschickt und soll sich um das Ganze kümmern. Die Prämisse ist schon mal nice. Dann haben wir verschiedene Settings. Wir haben auch verschiedene Settings aus den Comics. Wir haben diesen Präsidenten-Loki, den ich hier gerade mal hier versucht zu finden. Hier ist er. Das ist eine Comic-Story zum Beispiel. Und ich werde hier sind noch viel, viel mehr Sachen aus den Comics drin, was ich super spannend finde. Die Schauspieler natürlich überragend. Wir haben Tom Hiddleston. Owen Wilson feiere ich auch. Das ist so ein Held meiner Kindheit. Starsky & Hutch und was da alles gab. Ey, was gab es noch hier? Shanghai Knights und Shanghai Noon oder so. Hammerfilme. Und ich mag dieses super weird, das am Anfang. Das will ich mir noch mit euch anschauen. Das ist so nice. Ich weiß, was das für ein Ort ist. Das Design hier schon mal. Wie der Ort hier aussieht. Eigentlich wie jeder Ort. Das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist schon fast ein bisschen wie ein Shining. Ich kann es nicht erklären. So Kubrick-Style schon fast. Die Clowns ihre Rolle absolut perfekt. Sie und ihre Metaphern. Ich liebe das. Sie klingen dadurch so clever. Ich bin clever. Das weiß ich. Okay. Okay. Deutsche Synchro auch echt gut. Diese Szene ist Hammer. Wo einfach das, was er jetzt sagt, so gut. Unterschreiben Sie, dass das alles ist, was Sie je gesagt haben.
So, what? Alter, was je? Ich meine, der Stapel ist tatsächlich, finde ich, sehr klein. Ich weiß nicht, welche Schriftgröße ihr das geschrieben habt, aber für alles, was du je in deinem Leben gesagt hast. Erstens, woher wissen die das? Das ist schon mal das eine. Und zweitens, wie viel muss das sein? Das sind doch Bücher, tonnenweise Bücher. Wahrscheinlich jeder Tag ist je nachdem, was man für Menschen, wie viel man redet, aber jeder Tag ist ja schon eine Kurzgeschichte auf jeden Fall, ne? Vom Inhalt her. Ey, sehr, sehr nice. Alles noch sehr kryptisch. Sehr verwirrend. Wir sehen hier viele interessante Locations, die ich noch gar nicht zuordnen kann, ehrlich gesagt. Manipulieren. So ein bisschen Catch Me If You Can-Vibes, oder? Ne? Also Owen Wilson will Loki benutzen, aber er lässt ihn natürlich nicht benutzen. Verarscht Owen Wilson dann wahrscheinlich wieder. Und es gibt so ein Spiel zwischen den beiden, gehe ich mal von aus. Mir können Sie vertrauen. Loki, ich habe fast jeden Moment Ihres Lebens analysiert. Sie sind anderen buchstäblich an die 50 Mal in den Rücken gefallen. Also dann tue ich es nie wieder. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool, Leute, ja. Ich finde, man kann noch recht wenig zu sagen, ehrlich gesagt. Zumindest tue ich mich das schwer, da als Großes rein zu interpretieren. Wie gesagt, ich glaube schon, es geht so in diese Richtung Catch Me If You Can. Du hast zwei Typen. Wie gesagt, Loki will sich nicht ausnutzen lassen, zieht dann sein eigenes Ding durch. Und du kannst letztendlich jetzt mit diesen verschiedenen Zeitebenen, kannst du alles machen. Sieht super kreativ aus. Ich hab Bock, Leute. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Noch besser als der Black Widow Trailer und besser als die letzten Marvel Trailer. Das war ein super nicer Trailer. Drei Leute.